heute. Tag Nummer 5 steht heute an. Herzlich willkommen. Oder wir reisen gleich weiter in die Bretagne nach Frankreich zum 5. und letzten Renntag der FIA World Rallycross Championship. Hey, ist das ein langer Titel. Aber, naja. Gut, die volle Strecke. 1,06 Kilometer lang, eine Mischung aus Raum, glattem Asphalt. Die Strecke ist durchaus interessant. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und es pisst mal wieder richtig. Hei, hei, hei. Was hat man in England? Tatsächlich am Donnerstag. So. Loyac, Bretagne, Frankreich. So, der Modus ist der gleiche wie auch gehabt. 16 Teilnehmer, die schnellsten 16 Teilnehmer, beziehungsweise 20 oder 24 Teilnehmer und die besten 16 Zeiten und Punkte und wie auch immer. Ja, 10. Na gut, gucken wir mal rein. Gut, viel Glück fürs Rennen. Bleib konzentriert. So, unser kleiner Erzrivale hier, der rechts neben uns mit der Mini mit dem Heimspiel. Aber jetzt muss man natürlich konzentrieren hier vor. Oh. Die haben die Strecke gegen anders lang. Scheiße. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. Ja, das ist eine interessante Strecke, eine harte Strecke auf jeden Fall, die kennen sie ja auch. So, wir sollten uns natürlich jetzt nicht von der Drohne-Zeitstrafe. Du wirst von den Rennkommissaren überprüft, weil sie glauben, dass du vom Kurs abgekommen bist. Und könntest deine Zeitstrafe erhalten. Ich vermute auch, das weiß ich nicht. Ah, das ist auch so verleitend dort. Das ist so verlockend dort. Naja. Können wir so viel Zeit rausholen, dass wir die Runde leider zur Zeitstrafe nicht bekommen. Letzte Runde, liebe Leute. So, 34, 307. Ich glaube nicht, dass es reicht, um hier den... Du hast deine Zeitstrafe für das Abkommen vom Kurs erhalten. Ja, das war aber auch klar. Mit einer 10. Also es wäre noch so gerade im Finale. Also, aber wir müssen uns nochmal strecken, liebe Leute. Wir haben nur 34 Punkte bekommen. Wir haben also schon mal einen Rückstand von 16 Punkten. Eine kleine Hypothek. Aber wie gesagt, das ist noch nicht weiter tragisch. Wo können wir es noch hinkriegen? Rot, mach dich bereit. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen. Das sieht doch mal so aus, halt auf. In der Zeit hätten wir es wahrscheinlich gepackt. Die 10 ist natürlich nicht das Ergebnis, was man erwartet hätte. Dann haben wir jetzt schon mal die Joker-Runde.
wieder an. Also 16 Runden in den Viertelfinal. Da nochmal 6 im Halbfinale und 6 im Finale. So rum. Das ist richtig. Wichtig erstmal, dass wir ins Halbfinale einziehen. Ja, ins Halbfinale einziehen. Ja, das andere lässt sich dann immer noch regeln. Hier ist es eigentlich noch nicht wichtig. Hier ist es noch wichtig, unter die ersten 12 zu kommen. Alles andere ist erstmal unwichtig. Ob wir 10., 9. oder 11. ist, oder 12. ist es uns scheißegal am Ende. So, letzte Runde, dann ein bisschen mehr. Ich habe dafür keine bekommen. Ich weiß nicht, ob es reicht, um hier durchzukommen. Gut gefahren. Großartig. Erster, zumindest das. Ui, 3 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte momentan. Ist egal. So, weiter geht die Reise. Und wir auf einmal springen von 10 auf 1 mit diesen 84 Wärmepunkten. Das heißt, wir brauchen nur zweimal noch zu gewinnen. Also wir haben noch alles drauf. Wir haben alles wieder komplett im Soll. Aber das müssen wir nach Hause fahren. Lauf Nummer 3. Die Ampel ist rot. Kommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Ah, dieser Ecke, den muss ich mich dann gewöhnen. Sollte mir nicht passieren, dort. So, voll zur Runde, liebe Leute. Da muss ich wieder abkürzen. In die letzte Runde, 34-0. Wenn natürlich, dass ich mich trafen könnte, was natürlich reicht mit der Runde. War 2 Sekunden schneller als eben. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Kurvenschneiden zu bestrafen. Dann haben wir zumindest keine Strafe bekommen, das ist wichtig. So, letzter Lauf, liebe Leute. Wir wollen nochmal. Wir führen. 11 Punkte momentan.
Bitte lauf! Im ersten Teil zumindest. Im Halbfinale. Mach dich bereit. Wir sind in der Qualifikation hier. Fürs Halbfinale. Los, los, los. Auftakt läuft. Vier Runden. Dann 2x6. Voraussetzung bekomme ich noch weiter, ne? Voraussetzung stehen die Halbfinals. Weil dann geht es um die erste Position und nicht jetzt. Ne? Letzte Runde, bloß keine Streitstrafe, dann kann man es hin. Jetzt kommt gleich die gleiche, jetzt kommt gleich die interessante Ecke. Ja, war gemeistert und damit sollte es reichen. Es ist zwar knapp langsamer als eben, aber 2:20. Ja, 19, sehr gut. Das heißt ist den dritten Sieg. Platz 10 im ersten Lauf, dreimal Platz 1 hintereinander. Und damit stehen wir sehr souverän mit 184 Punkten im Finale. In dem Halbfinale, Entschuldigung, natürlich. So, Lauf Nummer 5. 6 Runden, also Halbfinale. Jetzt geht es um die Position. Jetzt geht es nicht mehr um Zeit. Bereit. Jetzt ist wichtig, sich für die ersten drei zu qualifizieren, um dann noch im Finale zu sein. Zeiten sind jetzt gerade herzlich egal. Drei als Rundenzeit. So, wir waren natürlich auch langsam richtig müde. Aber den letzten Tag möchte ich gerne noch packen. Das ist übrigens das letzte Rennen in der letzten. Letzter Tag der FIA World Rally Championship Rally Cross Championship. Und ab morgen geht es dann mit einem neuen Modus in die nächste Runde. So, wirst du gerne unnötige Zeitstrafe holen. Haben wir wieder nicht geschafft. Okay, wunderbar.
in der vierten von sechs Runden. Das wollen wir natürlich jetzt irgendwie noch zu Ende fahren. Und es dann, wie gesagt, fürs Finale nachher noch qualifizieren. Nummer 5. Noch zwei Runden, dann haben wir das. Das hat jetzt wieder alle erreicht. Achte auf das Auto bei der Joker-Ausfahrt. Ja, die war eine gute Sekunde schon als die Runde davor. Immer mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Ich muss diese Abkürzung nehmen. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Egal, wir haben hier eine Runde Vorsprung. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Abkommens vom Kurs zu bestrafen. Ja, sorry, ich muss aber auch in den Autos irgendwie vorbei. Ne? Wenn sie dich Platz machen, dann schiebe ich mich da vorbei. So. Letzter WM-Lauf für dieses für heute. Das große Finale steht an. Rot, mach dich bereit. Jetzt ist es wichtig, jetzt wollen wir nochmal gewinnen hier. Los! Dann war es das für die Rallycross-WM. Sorry, ich lasse mich gerne überholen. Runde 38,7, die wird aber noch schneller werden. Jetzt gibt es Runde noch für heute. Punkte aus dieser WM. Ich glaube, die Gesamtsiegkammer müssten wir schon haben. Aber den will ich natürlich nochmal auch mit dem fünften Sieg im fünften Rennen zementieren. Nur ein einziges Rennen konnte uns ja nicht gewinnen. Ein einziges, aber halb 4 und 6 Punkte sind Gesamtsieg. Das war damals mit der Cross-Car-Challenge. Die ist die einzige, die wir verkackt haben. Alles andere haben wir bisher gewonnen. War nur unser eigenes Rennen. Vorletzte Runde, liebe Leute, wir wollen das Ding noch nach Hause fahren. Seine Runden oder nicht, das sieht dann auch nicht fett aus. Im schwedischen Finale haben wir ja alle überrundet.
vielleicht nur die letzte Runde. Vorne ist noch ein Auto. Kriegen wir zumindest mal einen noch überrundet. Ja, ja. Ich glaube schon. Ja, doch nicht. Dann war die Runde so schlecht. Und immer wieder keine Fehler. Aber das soll herzlich egal sein. Wir haben es. 125 WM-Punkte. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. WM-Punkte. Reibe macht das Rennen, sagt er. Ich krieg jetzt gerade eine neue Trophäe. Wunderbar. Ich guck mal, wenn wir abgeben. Nee, könnte es nicht geben. Schade, knapp. Fast so ein Schütz. Wir haben eine Lackierung vollgestellt. Und der ist 3, eine Monsterlackierung. Und das ist der Meisterschaftsrückblick, der uns 125 WM-Punkte auf unser Konto bringt. Ja, das war's. Ich weiß noch nicht, ob es mit Dirt 4 schon war. Ich glaube, da kommt noch ein. Ein oder zwei kommen noch. Habe ich das blöde Gefühl. Herzlichen Glückwunsch. Das war fantastisch. Du bist der Champion des FIA World Rallycross. In diesen Adrenalintempeln des 21. Jahrhunderts hast du der Menge so richtig eingeheizt. Du hast jede Joker-Runde gemeistert, jede Kurve gekratzt, dich mit den besten Fahrern gemessen und sie alle besiegt. Wirklich unglaublich. Und die Frage ist, sind wir durch mit der Karriere oder war es das? Kommt noch was. Ah, natürlich kommt da noch was. Zwei Stück kriegen wir noch. Wir starten morgen mit dem Auftakt aus der Historic Rally. Die Regeln der historischen Rally haben sich nicht verändert. Dafür aber die Autos. Wenn du sie meistern willst, solltest du dir ein breites Spektrum an Fertigkeiten aneignen. Die Klassiker der 60er entwickelten sich schnell zu den spezialgefertigten Rallye-Autos der 70er. Die Technologie wurde in den 80ern immer besser und brachte die legendäre Gruppe B auf den Plan, die immer noch einen schnellen und sehr gefährlichen Ruf genießt. Ja. Gut. Dann haben wir einiges zu tun in den nächsten Tagen. Oder ob wir das wirklich schaffen, das sehen wir dann. Ab morgen um 14 Uhr. Ja, doch. Bis dann und tschüss.